Hallo, werte EEP-Freunde. Willkommen zum nunmehr schon siebten Teil dieser kleinen Reihe mit Videos über den Bau der EEP-17-Demo-Anlage Marsberg, die im EEP-Forum in der dortigen Filebase als kostenloser Download zur Verfügung steht. Ich zeige hier noch einmal die fertig gebaute Anlage, so wie sie zum Download zur Verfügung steht. Thema dieses Videos ist noch einmal der Straßenbau, diesmal in der Ortschaft Marsberg, wo die Straßen zum Schluss so aussehen, dass hier eine Bodentextur aufgebracht ist mit entsprechenden Fußwegen, Bürgersteigen am Rand und dort auch Platz ist für geparkte Fahrzeuge am Fahrbahnrand, während die PKWs auf der Straße daran vorbeifahren können. Nun zur Bauphase und zum Aufbau einer derartigen Straße. Das sieht dann so aus, dass hier noch beide Zustände deutlich zu erkennen sind. Das ist jetzt schon der 70. Speicherstand. Und man sieht hier die beiden Varianten, wie man solche Straßen aufbauen kann. Auch ich habe zunächst einmal die entsprechenden Splines verlegt, mir damit einmal so eine Einmündung aufgebaut und die dann als Block gespeichert, sodass ich sie mir hier immer wieder einsetzen konnte. Und habe auch praktisch in der ganzen Ortschaft nur mit solchen Einmündungen gebaut. Nun aber einmal zu dieser Bauweise hier mit Bodentextur. Wie man hier sehen kann, erreicht man so etwas breitere Straßen, wo auch noch Platz ist für geparkte Fahrzeuge am Fahrbahnrand, sodass dann ein LKW genug Platz hat, an den geparkten Fahrzeugen vorbeizufahren. Verlegt man nur diese Einspur-Splines, hat man diesen Platz am Fahrbahnrand nicht. Man müsste also noch zusätzlich Splines hier parallel verlegen. Dann wird die Straße aber schnell wieder zu breit. Also müsste man die Splines teilweise überlappen lassen. Das ist alles unnötig kompliziert. Man kann stattdessen so verfahren, dass man hier die schon verlegten Splines, auf denen die Fahrzeuge letztendlich auch fahren, durch einen unsichtbaren Straßenspline ersetzt. Das kann man ganz einfach machen, indem man den Spline hier markiert und dann tausche gegen. Und da müsste dann vorher ausgewählt sein, in dem entsprechenden Auswahlmenü die unsichtbare Straße. Die findet man zwanglos unter Splines, Fahrwege, Straßen, Straßen und da muss es dann hier unten irgendwo unter U wie unsichtbar eine unsichtbare Straße geben. Und wenn man die ausgewählt hat, dann kann man hier draufklicken und sagen, dass das tausche gegen unsichtbare Straße. Und dann hat man hier auch eine unsichtbare Straße und könnte dann in dem Bereich, wo man das schon getauscht hat, dann diese entsprechende Bodentextur aufbringen. Da geht man dann hier auf erstmal auf die Pipette und holt sich da, wo man die Bodentextur schon mal aufgebracht hat,
die Farbe her. Das ist in dem Falle Beton 02 in LQ, also Low Quality. Das ist eine etwas geringere Auflösung der Bodentextur. Und da habe ich jeweils noch die Farbe etwas verändert. Die ist nämlich normalerweise diese Betontextur wesentlich heller. Und da kann man hier auf Farbe definieren klicken und dann diesen Schieberegler hier rechts, dieses schwarze Dreieck hier, das kann man dann, das steht normalerweise dann in der Grundeinstellung wesentlich weiter oben, sodass der Beton viel zu hell erscheint. Und dann zieht man diesen Schieber hier einfach nach unten, so lange, bis der Beton so ein schmutzig Grau erhält, klickt auf Farbe hinzufügen, dann erscheint die Farbe hier, klickt man vielleicht nochmal drauf, sodass da so ein kleiner Rahmen drumherum als Markierung ist, sagt okay und hat dann diese Betonfarbe hier eingestellt. Dann geht man auf Intensität, ich sag mal höchstens 7, höchstens 7 und passt noch die Größe an, wie man das aufbringen will. Hier mal nur so auf 4. Und bei der Skalierung geht man auf unendlich zufällig. Das ist also hier ganz am Rand, am Ende dieses Schiebebalkens ganz rechts. Auf zufällig springt das dann. Vorher steht es noch auf 1000% und noch ein bisschen weiter nach rechts steht es dann auf zufällig. Und dann kann man hier hinklicken und kann so eine Betontextur aufbringen. Die sieht dann so aus. Da habe ich jetzt auch den Farbton einigermaßen getroffen. Also man sieht kaum eine Veränderung, wenn man hier drüber geht. Außer dass das noch ein bisschen fleckiger wird. Das hängt dann von der Einstellung ab hier bei Intensität. Also je weiter man da runter geht, umso weniger wird das. Wenn man es zu sehr übertreibt und hier den Schieber ganz nach rechts macht, dann sieht das schnell so hier aus. Das will man natürlich nicht, also rückgängig da oben. Und dann ist das auch wieder rückgängig gemacht. Und damit das hier nicht so hell wird, geht man mit dem Schieber hier ziemlich weit nach links, vielleicht nur so auf 3 und geht da nochmal drüber und dann ist das so eine ziemlich einheitliche Fahrbahnfläche, die dann auch am Übergang in etwa hier diesem Spline entspricht. Das zeigt sich dann als günstig, wenn man hier zum Beispiel solche Übergänge hat, wie am Anfang der Ortschaft, wo ich hier dann letzten Endes den Übergang habe. Das sieht man nochmal auf der fertigen Anlage, das ist die hier in der Ortschaft. Da ist also in der ganzen Ortschaft schon dieses System mit der Bodentextur, aber irgendwann ist das dann mal zu Ende, nämlich hier an dem Bahnübergang. Und da ist dann mehr oder weniger zwangsläufig der Übergang zu dem Spline, weil ich damit dann die Landstraßen hier gebaut habe, wo ich also keine Parkstreifen am Rand brauche und wo sich das dann wirklich auf die Fahrbahn beschränkt. Und an so einem Stelle ist es natürlich günstig, wenn die Texturen nicht allzu sehr voneinander abweichen. Zumindest aus der Ferne betrachtet ist das halbwegs akzeptabel. Gut, nochmal zurück zu der Bauphase hier. Wenn man also soweit die Fahrbahntextur hier aufgebracht hat, dann stellt sich natürlich das Problem des Randes. Und da kommt dann der Bürgersteig oder Fußweg oder wie man es auch immer nennt ins Spiel. Diese Fußwege an den fertigen Straßensplines, die sind mir meistens zu schmal und zu unflexibel. Ich mache das nochmal alles rückgängig hier, soweit ich das eben bearbeitet habe. Die sind mir meistens zu schmal und zu unflexibel und zu kompliziert aufzubauen.
Ich verwende stattdessen in der Regel und habe es hier jedenfalls bei dieser Anlage mit den Grundbestandsmodellen so gehalten, dass ich ja im Grundbestand gar nicht viel mehr Fußwege zur Auswahl hatte. Es gibt da vielleicht auch den anderen einen oder anderen Spline, den man da noch verwenden kann, aber ich habe mich hier für den Bürgersteig, Quatsch, für den Bahnsteig entschieden, und zwar nennt der sich Hohenfels. Das ist der Bahnsteig Hohenfels, und den habe ich hier mal missbraucht als Fußweg. Habe ihn, glaube ich, habe ich den skaliert? Skalierung 0,75, also so 3/4 der normalen Breite. Wenn der auf 1,0 stehen würde, dann wäre er als Bürgersteig etwas breit geraten. Und da man Splines wie auch so einen Bahnsteig-Spline ja in der Breite skalieren kann, habe ich den also auf 0,75 skaliert. Das sieht dann so aus, und dann hat man hier einen Fußweg, der in der Proportion zu den Häusern und zu den Autos zumindest mal so breit ist, dass zwei Frauen mit dem Kinderwagen aneinander vorbeikommen. Das ist für eine kleine Ortschaft vielleicht schon wieder sehr großzügig bemessen, aber vielleicht hat ja der Bürgermeister ein bisschen Geld in der Kasse, weil irgendwo einer sehr viel Gewerbesteuer zahlt. Es gibt ja hier ein Industriegebiet auf der anderen Seite des Bahnhofs, das sicherlich so einiges an Gewerbesteuern abwirft, so dass man hier in der Stadtkasse genug Geld hatte, um sich solche komfortablen Bürgersteige leisten zu können. Und die kann man dann parallel mit Gleis vervielfältigen bzw. Spline vervielfältigen, immer parallel in einem bestimmten Abstand hier zu dem unsichtbaren Straßenspline verlegen, so dass also dieser Bürgersteig immer denselben Abstand hat. Das probiert man sich dann aus, indem man hier mal ein paar geparkte Fahrzeuge aufstellt und hier so ein LKW vorbeifahren lässt, dann hat man einmal den Abstand. Und das dürfte selbst bei eingeschränkter Gedächtnisleistung kein allzu großes Problem sein, sich diesen Abstand zu merken und dann praktisch hier die Bürgersteige immer mit entsprechendem seitlichen Abstand mit Spline vervielfältigen, so zu verlegen, dass man letzten Endes irgendwann in der ganzen Ortschaft diese Bürgersteige hat. Und die Geschichte mit der Bodentextur hat auch noch den Vorteil, dass man hier im Bereich so eines Bahnhofsvorplatzes und auch des Güterbahnhofs dann recht einfach große Flächen mit einer vernünftigen Textur versehen kann, die auch nicht so streifig ist, wie es leider Gottes hier bei diesem Einwegstraßensplein der Fall ist. Das fällt dann vor allen Dingen auf, leider Gottes kann ich auch nicht ändern, wenn man hier so ein Spline mal umgedreht einbauen muss, weil es sich hierbei um eine Weiche handelt. Und da ja immer das Herzstück der Weiche sozusagen zur Verzweigung hinzeigen muss, hier für die Richtung passt es noch, aber für die Gegenrichtung passt es dann eben nicht. Es sei denn, man würde alle Splines so falsch rum hier, in Anführungsstrichen falsch rum verlegen. Wenn ich den hier natürlich umdrehe, was ich ja durchaus machen kann, vertausche Anfang und Ende, dann würde hier die Textur auch wieder stimmen. Aber dann müsste ich die alle so rum verlegen. Und spätestens an der nächsten Einmündung würde es dann, wenn ich jetzt hier die alle umdrehe, dann stimmt es spätestens bei der Weiche hier nicht mehr. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Mit solchen kleinen Dingen muss man halt bei EEP mal leben, dass hier dann die Splines auch mal gegenläufig sind, zumindest von der Textur her. Nicht so ganz passen. Ich tausche das jetzt mal wieder zurück hier.
mit rückgängig. Und dann hat man wieder diesen, also damit muss man halt leben. Womit man nicht leben muss, ist hier, sind hier diese Verkehrszeichen. Das sind quasi die Weichenlaternen, um das mal so auszudrücken. Ich hatte ja bereits in der vorhergehenden Folge mal kurz erwähnt, dass das hier in der EEP-Technik quasi sowas wie Weichen sind, wo eben die Fahrzeuge links abbiegen oder geradeaus fahren können, wie das sonst Züge an der Weiche tun. Und so einer Weiche gehört bei EEP auch immer sowas wie eine Weichenlaterne. Bei Gleisen will man ja die Weichenlaterne in der Regel sehen. Und hier bei der Straße werden die Weichen in der Regel als solche Verkehrszeichen dargestellt, die dann auch gleich anzeigen, wohin das nächste Fahrzeug abbiegt. Verwendet man hier die unsichtbaren Splines, dann hat man nur solche kleinen Dreiecke, wie sie hier gerade noch so schwach zu erkennen sind. Und wenn einen die stören oder die Verkehrszeichen stören, dann klickt man hier die jeweilige Weiche an und geht auf die Objekteigenschaften und auf die Einstellungsoption hier nicht automatisch. Das gilt dann hier für die Weichenlaterne. Anzeigen steht hier oben auch als Überschrift. Und da kann man eben sagen, versteckt, indem man da drauf klickt und dann auch gleich noch das Schaltgeräusch abschaltet. Denn es ist ein bisschen merkwürdig, wenn hier ein Fahrzeug irgendwie die Weiche umschaltet, dass es dann immer ein Geräusch gibt. Also das gibt es im Straßenverkehr ja alles nicht. Deswegen kann man das hier auch abschalten, das Schaltgeräusch, und kann diese quasi Weichenlaterne auch verstecken. Und wenn man das, dann verschwindet dieses Dreieck hier. Was natürlich durchaus hilfreich ist, wenn man mal im Handbetrieb diese Weiche umschalten will. Dann kann man mit gedrückter Shift-Taste draufklicken und dann würde das nächste Mal der LKW geradeaus fahren. Er soll aber hier im Moment immer im Kreis fahren, da das ja noch die Testphase ist. Und hier auch diese Verkehrsschilder, die kann man genauso verstecken, indem man hier auf Objekteigenschaften klickt und das Schaltgeräusch ausschaltet, deaktiviert. Und dieses Verkehrszeichen Weichenlaterne auf versteckt stellt und dann OK klickt, und das macht man bei allen Weichen so. Da muss man eben einmal rundum hier diese Einmündung alles deaktivieren. Ja, und diese Geschichte mit der Bodentextur, da hatte ich ja eben auch schon zu angesetzt, die hat ihre Vorteile in diesem Bereich hier. Wenn man sich das mal ansieht auf der fertigen Anlage, das war wohl die hier, dass man da dann relativ einfach halt solche großen Flächen hier abbilden kann. Wie hier zum Beispiel im Bereich der Bushaltestelle am Bahnhof oder dieser Parkplätze hier am Bahnhof und auch dem Bereich des Güterbahnhofs. Wenn man das alles mit Straßensplines belegen würde, würde das einen Wust an Splines hier einbringen, die man auch noch stückeln müsste, und dann hätte man hier eventuell noch solche Geländeunebenheiten wie hier, wo es hier zum Bahnsteig hin ein bisschen hoch geht und da wieder ein bisschen tiefer ist, wie man hier aus der Richtung auch ganz gut erkennen kann, wie es da also doch recht deutlich in Richtung Bahnsteig hoch geht. Also das lässt sich dann mit Splines nicht so gut handhaben, da ist es dann besser, wenn man in solchen großflächigen Bereichen hier mit einer Bodentextur arbeiten kann und dann sozusagen nur noch hier den Fußweg mehr oder weniger elegant verlegen kann
Und im Übrigen dann halt es bei den unsichtbaren Splines hier belässt, wie das dann hier aussieht. Man könnte jetzt hier relativ einfach nochmal eine Verzweigung einbauen, also wieder schon wieder der Begriff Weiche, nochmal so eine Abzweigung einbauen und dann hier eine Vorfahrt für den Bus bauen. Mit einer Haltestellenfunktion, genauso wie hier für die Züge am Bahnsteig. Bloß eben mit einem unsichtbaren Signal hier, wo das Haltestellenschild steht, stellt man dann unsichtbares Signal auf, ein paar Kontaktpunkte, Verzögerungsschaltung, genauso wie ein Zug am Bahnsteig, könnte man dann hier den Bus anhalten lassen und dann fährt er wieder weiter, und fädelt sich hier wieder in den normalen Straßenverkehr ein. Das lässt sich natürlich alles machen. Wenn man dann viel Zeit in so eine Anlage hier investiert und da Wochen und Monate lang dran rumbastelt, dann kann man hier auch noch einstellen, dass hier mal ein Fahrzeug ankommt und rückwärts oder vorwärts einparkt. Alles machbar, genauso wie Fahrzeuge, die hier mal am Fahrbahnrand losfahren, sich in den Verkehr einfädeln und ein anderes Fahrzeug parkt dann hier wieder. Alles machbar. Was ich hier noch gemacht habe, so viel Zeit habe ich immerhin mal investiert, dass ich hier mit der Beschriftungsfunktion, die ja auch allerdings wohl schon in EEP 16, eventuell schon in EEP 15 neu war, dass man hier diese Straßenschilder, die auch im Grundbestand von EEP 17 vorhanden sind, dass man die beschriften kann mit eigenen Straßennamen. Das geht hier über diese Schaltfläche Aufschriften. Und bei Aufschriften kann man dann hier den Text für den Straßennamen eingeben. Und nur diesen Text kann man hier eingeben. Bei anderen Schildern gibt es dann hier eventuell noch eine mehrfache Auswahl. Aber hier gibt es eben die Möglichkeit, den Straßennamen einzugeben. Und dann gibt man hier die Moritzstraße ein. Hat noch eine Vorschaufunktion, kann auf Übernehmen klicken. Und dann heißt es ab dem Moment diese Straße Moritzstraße. Es gibt hier, glaube ich, auch, um im Bild zu bleiben, ein Maschseeufer. Was ist das jetzt? Das war, glaube ich, auch wieder Maschseeufer. Hatte ich die nicht Moritzstraße genannt? Oder hat die sich irgendwann wieder umbenannt? Also den Namen habe ich, glaube ich, nicht vergeben. Ist auch egal jetzt. Ich meine eigentlich, dass ich die Straße. Vielleicht habe ich das hier noch nicht gemacht. Dass ich das noch nicht. Wie ist denn das hier? Ja, das hatte ich hier noch nicht gemacht. Die heißt ja auch noch Schlossallee. Da hatte ich noch nicht alle Straßennamen geändert. Die heißt dann nach hier diese eine Straße. Heißt Rathausstraße, weil ja hier das Rathaus steht. Das sind auch alles ganz alte Modelle, die noch im Grundbestand sind. Das sieht man alles hier an den Fenstern und dass das kein richtiges 3D-Modell ist. Das ist noch aus EEP 6-Zeiten irgendwie konvertiert worden für den Grundbestand und dann ewig im Grundbestand geblieben. Das sind alte Häuser, während man jetzt bei den neueren Modellen dann doch schon etwas mehr 3D-Effekte erkennt, hier zum Beispiel bei dem Fensterrahmen und auch bei den Fensterkreuzen hier und so. Da ist also schon mehr 3D im Spiel als bei diesen sehr alten Modellen, die natürlich auch noch so weit gut sind, dass sie eben hier zur Verfügung stehen. Aber man muss schon ganz genau hingucken und sehr nah rangehen, um die Unterschiede zu erkennen. Das war das mit den Straßennamenschildern. Die soll natürlich hier auch nicht Hügelstraße heißen, sondern Bahnhofstraße. Und diese längere Straße, die heißt dann im Endeffekt am Güterbahnhof. Also das sind alles so Dinge, die man ändern kann. Dann hatte ich erwähnt, hier die Geschichte mit der Bodentextur, mit dem unsichtbaren Spline.
Und das hatte ich, glaube ich, auch in der vorhergehenden Folge schon erwähnt, dass ich hier Kontaktpunkte für diese Weichen verlegt habe, dass hier in dem Falle alle Fahrzeuge wie das hier zum Beispiel, was von hier kommt, immer nach links abbiegen und somit immer in der Ortschaft verbleiben und sich hier nicht einmischen in den Straßenverkehr, der hier auf dieser Landstraße am Industriegebiet vorbeifährt. Denn hier liegen zwei Kontakte, wo die Fahrzeuge immer nach links und aus der Richtung immer nach rechts abbiegen, sodass also der Verkehr immer auf der Landstraße bleibt und nicht in die Ortschaft fährt. Insofern sind das hier in dieser Anlage mal zwei getrennte, nicht optisch, aber verkehrstechnisch getrennte Bereiche. Einmal fahren hier Autos in der Ortschaft hin und her und biegen hier zum Beispiel zufällig ab. Und zwar aus der Richtung ist hier in dem Kontaktpunkt eingestellt Umschalter. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge entweder nach links oder nach rechts abbiegen. Und aus der Richtung auch Umschalter, biegt da entweder links ab oder fährt geradeaus. Je nachdem, was das vorhergehende Fahrzeug gemacht hat, wenn das vorhergehende Fahrzeug links abgebogen ist und der nächste kommt hier an und fährt über den Kontaktpunkt, wird umgeschaltet und er fährt geradeaus. Nur eben nicht an dieser Einmündung hier vorne. Da liegen die Kontaktpunkte so eingestellt, dass immer nach links bzw. immer nach rechts abgebogen wird und nicht etwa zufällig mal ein Fahrzeug hier Richtung Landstraße abbiegt. Denn die Fahrzeuge sollen alle immer in der Ortschaft bleiben. Sonst fährt nachher irgendwann jedes Fahrzeug auf der Landstraße und oder andersrum tummeln sich hier lauter LKWs in der kleinen Ortschaft. Also da wollte ich jetzt nicht viel Aufwand mit irgendwelchen Routen. Das kann man natürlich auch alles über Routen steuern, dass man zum Beispiel sich hier oben im Menü unter Routen eine Route für die LKWs einrichtet, dass die LKWs grundsätzlich nicht in die Ortschaft fahren, sondern eben hier das Industriegelände ansteuern oder was. Also da bietet EEP so viele Möglichkeiten. Man kann das auch alles über Lua steuern, wenn man denn Lua sich irgendwann mal angeeignet hat. Aber hier im Güterbahnhofsbereich sieht man zum Beispiel auch, dass ich gar keine Straßen, also jedenfalls keine unsichtbaren Splines verlegt habe, weil ich da eben keinen beweglichen Verkehr erzeugt habe, sondern einfach nur die Fahrzeuge als Immobilien halbwegs passend mal so am Güterschuppen oder so aufgestellt habe. Diese Tauben, was hier fliegt, das sind Landschaftselemente, die setzt man in einer bestimmten Höhe ein, die findet man unter Landschaftselemente, Animationen. Wenn ich mich da recht entsinnere. Landschaftselemente, Animationen, Tiere. Da gibt es dann alle möglichen Tiere, wobei das hier geht weit über den Grundbestand hinaus. Das ist mein Ressourcenordner mit allen Modellen, die ich so zur Verfügung habe. Aber auch im Grundbestand finden sich da ein paar animierte Tiere in den Landschaftselementen. Unter anderem eben dieser kleine Taubenschwarm hier. Und den setzt man sich dann auf eine Höhe von, in dem Falle, Höhe 20 Meter. Und dann fliegen diese Tauben hier umher in dem Bereich. So, auch das ist jetzt mal erwähnt. Die Straßenlampen sind aufgestellt mit der Spline-Funktion, beziehungsweise entlang der Spur, hatte ich bei der letzten Folge auch schon erwähnt. Und hier hinten gibt es dann nochmal ein paar Fahrbahnstücke, wo ich die LKWs hier aufgestellt habe, die jetzt völlig neue Modelle in EEP 17 sind für die Wasserstofftechnik, die ich hier aufgebaut habe. Da gehört ja hier dieser neue Triebwagenzug dazu bei EEP 17 mit der Wasserstofftechnik, dieser Coradia Island.
1000 Logos drauf, wo die Firmen alle Werbung für sich machen, alle, die an diesem Projekt beteiligt sind. Mag ja in einer Marktwirtschaft auch berechtigt sein, dass jemand Werbung für sein Produkt macht, wenn er hier sich an so einem Projekt beteiligt hat. Sehr schöne Modelle. Auch mit der entsprechenden Inneneinrichtung hier Fahrgäste. Es gibt jetzt inzwischen wohl auch zum Grundbestand oder spätestens als Bonusmodell zu EEP17 diesen Triebwagenzug hier auch nochmal mit Fahrgästen ohne Maske für die Zeit, wenn uns dann die Pandemie mal etwas mehr in Ruhe lässt und diese Dinge hier nicht mehr notwendig sein sollten im Alltag. Dann gibt es also diesen Zug auch schon mit Fahrgästen ohne Maske. Ansonsten tragen die alle noch Maske in diesem Zug. Außer dem Triebfahrzeugführer muss er aber wahrscheinlich auch nicht, weil er ja da vorne alleine sitzt in seinem Fahrstand. Gut, das ist der Triebwagen. Dann gibt es hier jetzt, wie gesagt, diese Tankstelle und noch andere Wasserstofftankstellenmodelle, die ich hier aufgestellt habe, um das mal so ein bisschen darzustellen als Tankstelle für den Zug auch, der hier eben seinen Testbetrieb ausführt. Und dann gibt es hier noch so eine Werkhalle dafür und noch ein paar Wasserstofftanks drumherum. Das kann man sich dann nach Gefühl und Geschmack, wie man es halbwegs für plausibel hält, entsprechend aufstellen. Das sind alles einzelne Modelle. Und diese LKWs hier mit diesen Wasserstofftanks. Und auch der hier. Die habe ich jeweils auf so ein kurzes Stück Straße gestellt. Aber die haben sonst keine weitere Funktion. Auch dieser Pavillon gehört wohl noch dazu. Der hat aber sinnvollerweise keine weitere Beschriftung. Den kann man also auch etwas universeller verwenden. Vielleicht auch noch für andere Zwecke. Gut, das zu dem Thema Straßen, Bürgersteige und eben diese Verfahrensweise, etwas breitere Straßen zu erreichen, indem man das über eine Bodentextur und einen unsichtbaren Spline löst. Ja, wie sind wir hier in der Zeit? Jetzt eine halbe Stunde. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas besonders Bemerkenswertes hier zu zeigen gibt, denn das soll vielleicht, wahrscheinlich, eventuell, möglicherweise erstmal die letzte Folge dieser kleinen Reihe sein. Hier oben auch wieder diese Verfahrensweise. Hier sieht man mal, wie ich dann den Übergang geschaffen habe hier zu diesem Bereich mit der Bodentextur, indem ich hier also nochmal parallel einen Spline verlegt habe. Das kann man sicherlich alles besser und vor allen Dingen anders machen. Aber das war die Verfahrensweise, die ich hier gewählt habe. Hier sieht man auch mal direkt ja, die Verwendung dieses Bahnsteiges Hohenfels unskaliert als Bahnsteig eben und dann gleich in der Fortführung als Fußweg Bürgersteig. Wenn man da nicht auf den Grundbestand beschränkt ist, gibt es solche Bürgersteige, ich glaube, auch von verschiedenen Konstrukteuren, von Roland Ettich gibt es mit Sicherheit welche, RE1 im Shop. Wenn man da mal nach im EEP-Shop schaut, findet man also, wie gesagt, verschiedene Splines, auch nur verschiedene Splines nur für solche Gehwege. Da gibt es eine durchaus große Auswahl von, die man da alternativ verwenden kann.
Wie gesagt, das sollte dann jetzt mal so langsam die letzte Folge jedenfalls vorläufig sein. Weiß nicht, wie viel hatte ich denn hiervon schon aufgebaut, um da noch mal kurz drauf einzugehen. Das war ja hier der Problembär Bruno. Das ist also hier eine Wetterzone, die gibt es auch, glaube ich, unter Landschaftselementen, wenn ich jetzt hier richtig schaue. Bei Animationen, Fauna, Flora, Terra, Berge, Gewässer, Gräser, sonstige. Irgendwo gab es, wie gesagt, auch diese Wetterzonen, die man dann sieht hier in 2D müsste es hier eine Wetterzone geben. Hier in dem Bereich ist es zu sehen. Das ist dieses Ding hier. Wo erreiche ich die denn mal? Wetterzone 3 ist das. Wetterzone 3. Da kann man sogar noch einen Sound hinzufügen, dass das ein bisschen stürmisch klingt oder sonst wie noch einen Sound hat, dann kann man hier den Regen einstellen, Schnee, Wind, alles Mögliche, auch die Position, Höhe, den Durchmesser dieser Wetterzone kann man einstellen. Da gibt es also viele Optionen und ich habe hier halt so eine Wetterzone mit Nebel eingerichtet, damit das hier über diesem Sumpfgebiet dann so ein bisschen neblig halt erscheint. Spätestens wenn man da mal ranzoomt, denn hier ist die Grenze von der Wetterzone. Da wird es dann plötzlich sehr neblig. Und dann kommt auch so ein Geräusch ins Spiel. Das Geräusch ist hier in dem Falle allerdings, wenn ich mich richtig erinnere, aus so einer Soundbox. Hier und hier, da stehen diese, auch die gibt es als Ausstattungselemente, solche Soundboxen. Wenn man die mal anklickt, dann erscheinen die auch wieder überm Gelände und man kann sie dann wieder versenken und da kann man sich verschiedene Sounds hier einstellen. Unter Objekteinstellungen habe ich hier den Sound 71 eingestellt. Und wenn man den Schieber betätigt, dann verschwindet diese Soundbox im Gelände. Und hier unter den Sounds, ja, kann man sich dann verschiedene Dinge einstellen. In dem Falle hier Moor, Sumpf ist so ein Geräusch. Gut, das ist auch erwähnt. Und der, wenn man da draufklickt, dann verschwindet die. Der Bär, der hier hin und her läuft, das ist eben auch so ein animiertes Tier. Den gibt es auch im Grundbestand von EEP 17, den setzt man da ein. Und dann läuft der mehr oder weniger zufällig hin und her. Die Grasbüschel, das ist alles ein bisschen versenkt eingesetzt. Und diese Wasseroberfläche ist auch aus dem Bereich Landschaftselemente auch so eingesetzt, dass sie teilweise gerade unterm Gelände verschwindet und teilweise eben zu sehen ist, so dass das ein bisschen so aussieht wie halt so eine Flussniederung, Sumpflandschaft. So ein Bereich hier eben in diesem Tal. Wie gesagt, das soll dann jetzt mal die letzte Folge dieser kleinen Reihe sein. Aber natürlich nicht das letzte Video. Das drohe ich schon mal an, dass ich noch weitere Videos bei YouTube veröffentlichen werde. Worauf ich jetzt gar nicht eingegangen bin, ist hier der Bau der Schnellfahrstrecke. Das ist aber einfacher Gleisbau, einfacher Tunnelbau, nichts Besonderes, außer dass man da eben mit sehr großen
Radien bauen sollte, damit so ein ICE hier halbwegs glaubwürdig fährt. Also nicht etwa so ein 190 Meter Radius wie im Industriegleisanschluss. Aber das versteht sich, glaube ich, alles von selbst. Die übrigen Dinge hatte ich ja wohl bereits erwähnt. Auch diese Felder hier. All das gibt es im Grundbestand von EEP 17, genauso wie diese Landwirtschaftsfahrzeuge, die hier über einfache Kontaktpunkte gesteuert mit einem unsichtbaren Signal verkehren. Hier, da steht das unsichtbare Signal. Wenn der Mähdrescher da dran vorbeigefahren ist, stellt er das auf Halt. Und der andere, wenn er hier ankommt, wenn er hier in sein Abzweig eingefahren ist, dann startet da den Mähdrescher. Also die starten sich gegenseitig im Wechselbetrieb. Also einmal fährt der Trecker hier über sein Feld und einmal fährt der Mähdrescher über sein Pferd immer schön. Fährt über sein Feld. Immer schön abwechselnd beide. Hier gibt es dann noch animierte Tiere, alles, was so der Grundbestand von EEP 17 hergibt, genauso wie diesen Bauernhof. Und was es auch im EEP-Grundbestand gibt, ist seit einigen wenigen Versionen EEP 15, EEP 16, ist jetzt im Grundbestand auch zum Beispiel dieses Hotel hier. Oder wie nennt sich das Modell? Entsperren. Residenzschloss nennt sich das. Ja, das ist eben hier Sperren. Das ist hier mal so am See aufgebaut und daneben dann gleich noch das Hotel mit einem Porsche vor der Tür. Den kann man so als Immobilie natürlich auch leicht gekippt aufstellen, dass er mit einem Rad auf dem Bürgersteig steht und mit dem anderen hier auf der Fahrbahn. Hier habe ich dann der Einfachheit halber mal die Fahrbahn entsprechend verlegt. Und habe hier, ich glaube, das ist der Fahrweg für eine Kamera, um das Schloss drumherum. Oder es ist ein Fußgänger, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Da habe ich hier jedenfalls um das Schloss rum mal so einen Weg verlegt. Ich glaube, das war dann schon für eine Kamera. Nee, also ein Kamerafahrweg ist das ja auch nicht. Die sehen ja anders aus. Also irgendwas lief hier dann ums Schloss rum. Allerdings jetzt ein bisschen merkwürdig. So sieht übrigens ein deaktivierter Kontaktpunkt aus. Das ist ein Kontaktpunkt, bei dem beide Richtungen kein Häkchen haben. Ja, doch, Kontaktpunkt für Kamera. Da war also doch irgendwas mit einer Kamera vorgesehen. Und die habe ich hier deaktiviert, indem ich zwar den Kontaktpunkt habe liegen lassen mit seinen Einstellungen und allem, aber ich habe ihn irgendwie quasi außer Betrieb genommen, indem ich beide Häkchen entfernt habe und dann ist dieser Kontaktpunkt deaktiviert. Er hat hier keine Dreiecke mehr, wie sonst ein Kontaktpunkt hat ja immer für mindestens eine Wirkrichtung hier so ein Dreieck dran. Der hat nun gar keins mehr, weil er deaktiviert ist. Dann bleibt nur der Kontaktpunkt, wie so ein Ball hier sozusagen, bleibt der dann liegen. Ist eine Gedächtnisstütze, dass man da was hat und man kann ihn ganz einfach wieder reaktivieren, indem man eines der beiden Häkchen bei der Wirkrichtung wieder aktiviert und dann bekommt er auch wieder ein Dreieck und dann wirkt er auch wieder für irgendwie irgendwas. Kann man sich so als Gedächtnisstütze liegen lassen. Der Kontaktpunkt ist zum Beispiel dafür, dass hier dieser eine Mercedes hier, der rote Mercedes, dass der diese Schlossanlage hier nicht verlässt, sondern hier zum Beispiel links abbiegt und sich hier auch die Weiche so schaltet, dass er hier immer rechts rumfährt, einmal am Hotel vorbei
Der fährt also hier stupide immer im Kreis. Das ist eben so typisch für so eine Demoanlage, dass man so eine kleinen Szenerien aufbaut. Genauso wie die Frau hier auf der Luftmatratze ewig im Kreis schwimmt. Und auch das Segelboot hier auf dem See ewig im Kreis fährt. Da kann man sich natürlich drüber lustig machen, wenn man mehr oder weniger böswillig eingestellt ist, indem man sagt, das ist jetzt hier irgendwie lächerlich oder was weiß ich, ja. Kann man sich ja drüber lustig machen, muss man aber nicht. Man kann es auch einfach mal so sehen, dass das hier eine Demoanlage ist, wo eben solche einfachen Szenerien aufgebaut sind und zum Beispiel hier diese Luftmatratzenfrau eben ewig im Kreis schwimmt. Und das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Genauso wie zum Beispiel dieser Schwarm hier in der Luft immer im Kreis fliegt und sich hier noch eine Geschwindigkeit abholt über diesen Fahrzeugkontaktpunkt. Also das kann man sich alles entsprechend einrichten. Hier noch ein Schwarm. Nee, weil wie ist im Moment? Jetzt erzähle ich, glaube ich, auch schon wieder Unfug. Wie war denn das? Das war, glaube ich, auch schon für eine Kamera und die Schwärme, die sind hier, die fliegen hier einfach statisch auf der Stelle rum. Das weiß ich nicht, das ist jetzt schon ein halbes Jahr her und meine Gedächtnisleistung reicht inzwischen nicht mehr, um mir sowas zu merken. Aber im Prinzip sind das alles recht einfach aufgebaute Geschichten, kleine Szenen. Wie gesagt, ich will die Reihe jetzt beenden, meine auch hier noch gezeigt zu haben. In diesen mehreren Folgen, das wird ja irgendwann dann auch mal zu viel. Und man fängt an, sich zu wiederholen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt mal mit dieser Übersichtsaufnahme hier. Ich hoffe, das war dann für den einen oder anderen dann doch noch informativ, was ich hier so gezeigt habe in dieser kleinen Reihe von Videos und ich verabschiede mich, indem ich einstweilen weiterhin viel Spaß mit EEP wünsche.